Objektiv, Menschen leben Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie da sind. Begleiten Sie mich durch eine neue Ausgabe. Hier machen wir heute Station. Auf dem Moselsteig. Man könnte wochenlang wandern und sieht immer wieder Neues. Der Wandertrend ist nicht aufzuhalten. Blick unter die Erde. Die Wurzeln des deutschen Christentums liegen einige Meter tiefer. Sie sind ein Symbol für die Liebe, aber man kann noch viel mehr mit ihnen machen. Haben Sie Rosen schon einmal gegessen? Die Menschen haben wieder die Natur für sich entdeckt. Kein Wunder, kein anderes Bundesland hat so viel Abwechslung in der Landschaft zu bieten wie Rheinland-Pfalz. Und das nutzt man für den Tourismus. Der Rheinsteig zum Beispiel ist über 10 Jahre alt. Da wurde es für die Mosel Zeit, eine Strecke am ganzen Fluss entlang zu erstellen. Modernes Wandern sieht nämlich so aus. Navi im Gepäck, Gästezimmer auf der Route ausgeschildert oder einfach im Voraus per Internet zusammengeklickt. Wandern als Komplettprogramm. Das gibt's auch an der Mosel. Die Mosel erwandern. Keine neue Idee, doch ausgewiesene Wanderwege mit perfekter Infrastruktur und Beschilderung liegen im Trend und bringen in den letzten Jahren messbar mehr Touristen nach Rheinland-Pfalz. Der neue Moselsteig und die Traumpfade sind jeweils am Wegesrand markiert. Die Traumpfade führen ins Hinterland und der Moselsteig läuft parallel zur ganzen Mosel abwechselnd auf beiden Seiten. Er beginnt im saarländischen Perl und endet am deutschen Eck in Koblenz. Das sind insgesamt 365 Kilometer. Machen das viele die komplette Strecke oder suchen sich die meisten nur einen kurzen Ausschnitt aus? Es gibt jetzt Anfragen von Gästen, die komplette Strecke erwandern möchten, in 10 Tagen meistens. Wir bieten es aber an in 6 Programmen eine Woche. Sie vermitteln dann auch Hotelzimmer oder Gästehäuser? Genau. Wir bieten Reisen an zum Moselsteig, Arrangements mit Gepäcktransfer auch und mit Lunchpaketen. Und das kann man bei uns buchen und dann ist alles organisiert für den Wanderer. Man kann sich ja im Internet darüber informieren, aber ich habe gesehen, Sie haben auch für den Moselsteig extra ein Buch rausgebracht, wo die Etappen draufstehen. Viele Leute informieren sich ja dann auch über die Bücher und über Prospekte und so weiter. Kurz nach der Eröffnung vom Moselsteig, das war erst vor kurzem, gab es auch schon eine Auszeichnung dafür. Wie kam es dazu? Ja, die Auszeichnung gab es sogar schon 3 Wochen vorher. Mhm. Wir sind zertifiziert oder der Moselsteig ist zertifiziert als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland des Deutschen Wanderverbandes und als Leading Quality Trail Best of Europe der Europäischen Wandervereinigung. Das sind Zertifikate, die ein Qualitätsversprechen den Gästen abgeben, da dahinter Kriterien stecken, die entwickelt wurden auf Grundlage von Marktforschungsdaten, wo Wanderer gefragt wurden, wie das, was sie gerne haben möchten auf einem Wanderweg, wie der aussehen soll, beschaffen sein soll. Und daraus wurden Kriterien abgeleitet. Und wenn der Weg diese Kriterien einhält, dann bekommt er das Zertifikat und man kann ableiten daraus, dass er dann eben die Bedürfnisse der Wanderer besonders hier befriedigt. Und was möchte der Wanderer gerne haben? Was ist an diesem Weg besonders? Der Wanderer möchte viel Abwechslungsreichtum haben, also sehr viele Formationswechsel vom Landschaftsbild her, auch vom natürlichen Umfeld her. Er möchte die Sehenswürdigkeiten natürlich sehen. Er möchte viel auf naturnahen Wegen unterwegs sein. Also und nicht asphaltiert, dann, sondern eher über Stock und Stein? Genau, also Waldboden, Pfade, schmale Pfade mit Erdboden oder mit Gras. Anstelle von Asphalt natürlich. Ja. Entlang des Flusses genießt man während des Wanderns den Blick auf Rieslingreben und knuffige Moseldörfer. Hier sieht man das alles mal von oben. Und man kommt direkt vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Burg Thorand. Sie wurde auf römischen Grundmauern erbaut. Den Ausblick fand man also auch schon vor 2000 Jahren cool. Da sich im Mittelalter die Erzbistümer Köln und Trier immer wieder in der Wolle hatten, hatte man die Burg einst geteilt und so gehörte ein Teil zum Erzbistum Köln und ein Teil zu Trier. Ähnlich ist das übrigens beim Schloss Büresheim in Mayen. Wie der Buntsandstein typisch ist für den Wasgau, so sind es im Hunsrück und an der Mosel der Muschelkalk und der Schiefersteinfels. Man fühlt sich beim Anblick in frühere Zeitalter der Erdgeschichte zurückversetzt und findet schnell kleine Dinosaurier. Okay, oder eben Eidechsen. Wird der Probe gewandert? Wie sucht man denn aus, wo die ideale Strecke ist? Das wird gemeinsam mit Akteuren vor Ort gemacht, mit Bürgermeistern, mit
mit dem Gemeinderat, mit wanderbegeisterten Bürgern. Da gab es eine breite Abstimmung in der Region, wo wir wirklich Verbandsgemeinde für Verbandsgemeinde besucht haben in Gesprächen und dort von den Akteuren vor Ort, die ja die Wege am besten kennen und die schönsten Plätze auch kennen, dann diesen Wegeverlauf abgestimmt haben, erfragt haben. Und natürlich haben wir selbst natürlich viele Ortskenntnisse und das alles ist zusammengeflossen in die Auswahl der Wege oder jetzt in die jetzige Wegeführung. Ja, die Leute vor Ort können dann auch Tipps geben, wo man zum Beispiel gut einkehren kann, nehme ich an. Genau, das und wo die schönsten Ecken einfach sind, die schönsten Rastplätze vom Wegeformat her, dass es wirklich abwechslungsreich ist. Und da sind wir schon sehr angewiesen auf die Akteure vor Ort natürlich. Das hat uns gefreut, dass das auf 365 Kilometer Wegstrecke mit so vielen Partnern dann so gut geklappt hat. Gibt es da auch potenzielle Partner, die sich beschweren, weil sie gerne auf der Route gewesen wären, zum Beispiel, weil sie ein Hotel da haben und sind dann aber doch nicht auf der richtigen Route? Da gab es schon die ein oder andere Diskussion, wobei man sagen muss, dass es schon das Potenzial erkannt wurde dann für die gesamte Region, auch wenn jetzt eine Gemeinde nicht unmittelbar am Weg liegt oder ein Gastgeber unmittelbar am Weg liegt, ist aber doch das Potenzial hier erkannt worden, dass auch diese Orte davon profitieren, dass die gesamte Region davon profitiert. Auf dem Bleidenberg zwischen Oberfell und Alken wurde eine keltische Pfostenschlitzmauer nachgebaut, weil hier oben einst auch schon zu keltischer Zeit Menschen lebten. Der Ausblick von hier oben ist fantastisch und man sieht auch auf die Burg Turrand. Bei diesem Postkartenmotiv hat man sogar die Mosel im Hintergrund der Burg. Eine Aussichtsplattform wurde hier auch hingestellt. Schließlich kreuzen sich hier am Rande des Hunsrück gleich viele Wanderwege. Vor den Kelten lebten hier auch schon Menschen. Um auch an diese zu erinnern, hat man direkt am Weg auf dem Bleidenberg Eisenfiguren aufgestellt, die symbolisch für das Alltagsleben der Menschen in der Eisenzeit stehen. Weinanbau gab es zu deren Zeit vor 2800 Jahren noch nicht. Der Bleidenberg scheint ein Füllhorn an Geschichtshighlights zu sein. Nur wenige Meter weiter über dem Bergplateau steht die Dreifaltigkeitskirche aus dem 10. Jahrhundert, ein alter Wallfahrtsort. Und auf der Wanderroute von hier nach unten befindet sich ein Kreuzweg mit Stationen der Bibelgeschichte. Ähnlich wie in Kobern, wo kleine Häuschen mit Bibelszenen den Weg hinauf zur Matthiaskapelle begleiten. Die standen hier schon lange, als noch keine Traumpfade oder der Moselsteig Touristen hierher brachten. Ohnehin ist die Region geprägt von katholischen Symbolen, da die Mosel mit wenigen Ausnahmen wie Traben-Trarbach immer sehr katholisch war und hier sogar Reliquien aufbewahrt werden. Am Wegesrand findet man Kreuze, wandert an Feldern der Eifel vorbei oder an romantischen Privatgärten. Mal ist die Strecke asphaltiert und mal streift man durch urig anmutende Wälder. Zeit zum Rasten gibt es immer wieder auf etlichen Bänken oder in Straußwirtschaften. Auf moselsteig.de kann man sich vorab informieren, wie lang die jeweiligen Strecken sind und sucht sich die Wege nach der eigenen Fitness aus oder danach, was man unterwegs sehen möchte. Dank Smartphone kann man ja auch unterwegs sehen, wo man gerade ist, wobei man sich eigentlich nicht mehr verlaufen sollte. Alles ist bestens ausgeschildert und man muss die gleiche Strecke auch nicht zurücklaufen, sondern kann mit der Moseltalbahn auch wieder zurückfahren. Abfahrtszeiten finden sich natürlich auch online. Der Moselsteig ist hier nicht der erste Wanderweg und er fällt an vielen Stellen mit anderen Pfaden zusammen. Hier lernen wir, dass Seitensprünge auch mit der eigenen Partnerin Spaß machen können.
Die Mosel ist ein wunderschönes, abwechslungsreiches Gebiet, aber gibt es denn auch Wege drumherum, wenn man mal in die Seitentäler will oder hoch in die Eifel oder in Hunsrück? Gibt es da auch solche zertifizierten Wanderwege? Ja, da gibt es die Moselsteig-Partnerwege. Das sind die Moselsteig-Seitensprünge und im Bereich der Terrassenmosel die Traumpfade. Das sind Rundwanderwege, die im Halbtages- oder Tagesformat angelegt sind, wo man eben an einem Ausgangsort startet und auch wieder zu diesem zurückkommt. Und ja, die machen es möglich, die Mosel weit mit weiteren Facetten zu erkunden, nicht nur als reines Etappenwandern, sondern eben auch in die Seitentäler hinein und dort ja weitere Möglichkeiten der Wanderung zu erleben. Die Landschaft ist einzigartig, doch nicht jeder wandert gerne. Es gibt natürlich Alternativen, Radwege, Schifffahrten, auch selber paddeln und Kanufahren. Landschaften und historische Gebäude genießen. Sehen, wie Elbling und Kerne angebaut werden und natürlich auskosten, wie sie schmecken. Mit dem Moselsteig ist eine Möglichkeit dazugekommen, das Flusstal aus neuen Perspektiven zu sehen und einfach hautnah kennenzulernen, zu riechen und in den Waden zu spüren. Es gab einst Zeiten, da wurden viele Götter angebetet. Es gab nicht mehrere Religionen an einem Ort wie heute. Alle glaubten das Gleiche, aber an viele Gottheiten. Dass es nur einen Gott geben soll, war für viele vor 2000 Jahren noch fremd. Christen wurden in unseren Breiten noch verfolgt. Auch in Trier lebten sie gefährlich. Doch das hielt sie nicht davon ab, sich ein Haus zu bauen, in dem sie sich treffen konnten. Dieses wurde nun wieder entdeckt. Das Gelände gegenüber des Trierer Doms wurde vor einigen Jahren umgebaut, um dort die Dominformation zu bauen. Durch Zufall ist man auf eine kleine Apsis gestoßen, die viel über die wahre Geschichte des Trierer Doms verrät. Im Jahr 313 wurde die erste Bischofskirche im heutigen Deutschland genau an dieser Stelle gebaut. Dazu wurden vier Kirchen miteinander vereint, sodass man hier nun die größte Kirchenanlage der Antike wiederfindet. Menschen aus der ganzen Welt begegneten sich in der großen Stadt Trier. Ein wichtiger Handelsplatz und schließlich gab es dann hier auch eher eine Horde von Christen, die ein Gotteshaus brauchten, als im ländlichen Raum. Das waren am Anfang sicher nicht so viele, deswegen hat man begonnen, sich in Häusern von etwas wohlhabenden Christen zu versammeln, die dann größere Häuser hatten und ihr das auch zur Verfügung stellen konnten. Erst als das Christentum anerkannt war, konnten schließlich offizielle Kirchen gebaut werden. Also man musste als Christ zu Beginn noch Angst haben, dass man verfolgt wird, weil das war nicht erlaubt anfangs. Ja, es hat ja keine dauernden Verfolgungen gegeben. Wahrscheinlich gab es Enteignungen, es gab, wie wir das so sagen, ja, dass also Dinge konfisziert wurden, man hat das unterdrückt, aber offensichtlich keine Hinrichtungen in einem größeren Ausmaß, wie es im Osten und in anderen Teilen des Römischen Reiches der Fall war. Den runden Umriss der alten Kirche kann man heute noch erkennen. Zur Verdeutlichung wurde der Umriss mit moderneren Steinen erweitert, wo heute die originalen Steine fehlen. Flure und Eingangstüren zu den Häusern sind noch wunderbar zu erkennen, obwohl sie über anderthalb Jahrtausende lang zugeschüttet waren. Einzelne Steine tragen eine sonderbare Verzierung und passen nicht zu den anderen. Warum ist das so? Man vermutet, dass diese Steine bereits zu Torbögen oder anderen reich verzierten Gebäuden gehört haben, die verfallen sind, und schließlich wurden diese Bruchsteine dann zum Bau neuer Häuser im Mittelalter verwendet. Man kann heute noch die Unterschiede zwischen den Baustilen sehen. Römisch exakt und verziert. Darauf wurden dann neue, schiefe Mauern im Mittelalter gebaut. Das alte Wissen war durch den Abzug der Römer verloren gegangen. Trotz der Angst vor Verfolgung, was hat es attraktiv gemacht damals, sich trotzdem hier als Christ zu versammeln und zu dieser Religion zu wechseln? Das war ja die Faszination dieses Glaubens an einen menschgewordenen Gott, der ja auch, ja, wir würden heute sagen, die Menschenwürde in ein neues Licht gesetzt hat. Und es gab dann etwas, was ganz neu und unerhört war im Römischen Reich, ein Blick für vor allen Dingen für die Kleinen und die Schwachen. Die alten Kulte, das waren ja Staatsreligionen, die waren wahrscheinlich auch ein Stück erstarrt. Die alten Religionen waren also erstarrt und so taugten die alten Glaubensbilder nicht mehr. Ein Zustand, dem aktuell wohl auch Papst Franziskus entgegenwirken will. Bei den Römern war es üblich, dass man Haus an Haus baute, um sich im Sommer gegen die Sonne und im Winter gegen den Frost zu schützen.
Dazwischen befanden sich doppelte Mauern zum Brandschutz. Nicht nur Böden und Wände sind hier übrig geblieben, sondern auch Decken. Aus den Originalfunden hat man dann eine komplette Decke rekonstruiert. Die Römer haben auf eine Balkenkonstruktion jeweils den Nassputz gegeben. Das sieht man heute noch daran, dass die alten Putzreste auf der Rückseite Holzmaserungen haben. Auch an dieser Wand finden sich heute noch Reste von Farbe. Der Maler arbeitete damals effektiv, wenn man seine Farbe 1700 Jahre später noch sieht. Vor allem die Keller waren damals bemalt. Hier wurden zum Beispiel Wein gelagert, den die Römer an die Mosel brachten und dann auch hier anbauten. Der Estrich, der hier liegt, ist original aus dem 4. Jahrhundert. Genau wie die Spuren eines Tieres, vielleicht ein Hund, der hier auf der Baustelle umherlief. Ist es ein besonderes Gefühl, an solch historischer Stätte zu arbeiten? Ja, das ist natürlich schon etwas Faszinierendes, wenn man bedenkt, seit 1700 Jahren wird hier kirchliches Leben praktiziert, finden sich Menschen eben des christlichen Glaubens zum Gottesdienst zusammen. Wir bewundern das nicht nur, sondern tun immer noch das Gleiche, was die Menschen vor 1700 Jahren gemacht haben. Und das ist schon etwas Einmaliges und das ist, ja, das trägt auch in der heutigen Zeit, hat das etwas Stabilisierendes, Tragendes und Faszinierendes. Vor 1700 Jahren hatte Trier fast so viele Einwohner wie heute. Wo auch immer man in der Innenstadt graben würde, fände man vielleicht ganz normale Wohnhäuser aus der Antike. Außer dort, wo man die alten Häuser bereits als Steinbruch genutzt hatte. Im Mittelalter hat man richtige Trichter gegraben, viele Meter tief, und hat das römische Mauerwerk herausgegraben, um es für die aktuellen Bauten zu benutzen. Das ist vielleicht oder wahrscheinlich sogar an anderen Stellen in der Stadt auch passiert. Wir können aber auch sehen, viele Trierer Straßen und Gebäude orientieren sich an den alten römischen Mauerresten, die man aus Sparsamkeitsgründen oder anderen Gründen auch immer benutzt hat, um weiter drauf zu bauen. Im Mittelalter wurde der Weberbach durch eine Kanalisation geleitet, wie man hier noch sieht. Nach oben war der Kanal wohl offen. Die bekannten Fußbodenheizungen der Römer gab es auch hier in Augusta Treverorum. Heiße Luft wurde durch Schächte und in Wohnräumen durchgeführt. Auf wenigen Metern hat man hier also gegenüber des heutigen Domes einen Teil des römischen Triers wiedergefunden. Und die älteste Bischofskirche Deutschlands in Form von fast gewöhnlichen Wohnhäusern. Nach Absprache können die Ausgrabungen unter der Dominformation besichtigt werden. Trier ist somit wieder ein Stück mehr das zweite Rom. Wie damals vor 2000 Jahren. Bald wird's draußen wieder grün. Wird auch Zeit. Die Sonne ist gut für die Stimmung und Arbeit im Garten macht ja so viel Spaß. Man kann auch so viel mit den Pflanzen machen. Beispiel Rosen. Die sehen nicht nur gut aus, sie können auch was. Wir stehen jetzt hier bei den Rosen. Wunderschön zum Verschenken. Rose kennt man ja als Pflanze der Liebe. Aber die kann, ja. Aber die kann man auch essen und andere Sachen draus machen. Erzähl mal. Ja, also die Pflanze der Liebe ist bekannt und es geht halt hauptsächlich um den Duft. Man kennt das vom Rosenwasser, vom Rosenöl, das ja sehr kostbar zu gewinnen ist. Und dieses Öl kann man eben nicht nur für die Kosmetik verwenden, sondern halt auch, Rosenwasser ist ja auch sowas Ähnliches, sondern zum Beispiel auch für Nachspeisen. Und deswegen kann man die natürlich auch essen, diese Rosen. Man isst in allererster Linie die Blüten, beziehungsweise verwendet die Blüten halt dann auch zur Herstellung von Speisen. Und das ist, also Sinn macht natürlich alle die Rosen zu verwenden, die auch duften. Ja. Ne? Weil normale Rosen, Zierrosen oder Zuchtrosen haben halt oft eine tolle Blüte, aber keinen Duft mehr. Und dann ist das mit der Verwendung halt auch ein bisschen eingeschränkt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Leckere ist dann nur der Duft oder haben die auch einen eigenen Geschmack? Die haben natürlich auch einen eigenen Geschmack, so Rosenblätter. Es ist wichtig, dass man weiß, dass diese Spitze, dieser kleine Teil hier unten, ziemlich bitter ist. Das heißt, wenn man die Rosen erntet, dann muss man diese Spitzen wegmachen. Aber wenn man die Spitzen weggemacht hat und das nicht gespritzt ist und alles gut ist, dann schmecken die eigentlich ganz lecker. Ja. Kann ich jede Rose, die duftet, auch wirklich zum Essen nehmen? Ja, man muss darauf achten, dass sie nicht gespritzt werden. Viele Rosen werden ja gegen Läuse behandelt oder was auch immer. Also ich würde nur eigene, nur die man selber im Garten hat, bei denen man weiß, dass sie nicht gespritzt sind. Also ich würde keine kaufen. So
was passen Rosen gut? Ich mache zum Beispiel ganz oft einen Rosenzucker. Das heißt, die Rosen werden mit Puderzucker püriert und das Ganze wird getrocknet. Das hat ein sehr intensives Rosenaroma dann, der Zucker. Und damit kann man alles aromatisieren, also vom Tee bis zu jeder Süßspeise oder bis zu jedem Kuchen. Man kann sich auch ein eigenes Rosenöl machen, um irgendwelche zum Beispiel Salben anzurühren, wenn man in die Kosmetik geht. Oder man kann mit diesen Ölen natürlich auch, genau wie mit einem Basilikumöl, kann man mit einem Rosenöl natürlich auch einen Salat würzen. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann die Rosenblätter auch einfach in Süßspeisen schichten. Ein Tiramisu, ne? Ja. Macht man halt mit Rosen. Das komplette Blatt, so wie es ist, einfach dazu. Genau. Und weil die Blätter sehr sanft sind, die sind ja sehr weich, die sind sehr, sehr zart, kann man die auch super gut kauen. Also man muss da jetzt nicht großartig sich anstrengen, sondern von diesem bitteren Teil entfernt, wenn das weg ist, dann schmecken die total angenehm. Schmecken wirklich sehr gut. Und man kann natürlich auch ein bisschen Liebe dann damit, ne? Kannst einen Rosenwein, einen Rosenlikör kann man ganz toll machen, kann man seinen Partner betören mit so einem Rosenlikör oder vielleicht auch einen neu gewinnen, was weiß ich. Also gibt es viele Möglichkeiten. Und so sieht das Ganze dann später aus. Ja? Wie lange hast du jetzt dazu gebraucht? Also das sind jetzt einfach Rosenblüten. Das ist ganz einfach. Man muss einfach nur die Blätter, die Blütenblätter ernten, diesen bitteren Teil rausschneiden und dann werden die zusammen mit Puderzucker püriert. Und am Anfang ist es auch sehr schön hellrosa. Das Ganze muss dann nochmal getrocknet werden, weil diese Blütenblätter ja feucht sind. Am besten in einfach nur in der Sonne oder wenn man hat auf dem Trockenapparat, so auf Backpapier. Ne? Es gibt so eine Paste, wenn das püriert ist und die wird ausgestrichen, dann trocknet die und dann hat man halt diese Bröckchen hinterher. Und die würde man, die kriegen dann auch, die Farbe verliert sich so ein bisschen, das Rosa geht so ein bisschen raus, wenn es getrocknet ist. Und das würde man jetzt entweder im Mörser oder in der Küchenmaschine wieder klein hacken, sodass es ein Pulver gibt und dann hat man einfach einen aromatisierten, stark nach Rosen schmeckenden, süßen Pulver, den man halt für alle möglichen Süßspeisen verwenden kann oder auch zum Süßen von Tee nehmen kann. Ja. Kann man ganz toll mit anderen Pflanzen machen. Rosmarin, Majoran, Thymian, Zucker schmeckt total lecker. Also man kann da schon schöne Sachen machen mit sowas. Ja, und das kann man auch pur essen. Schmeckt dann sehr süß. Ja. Schmeckt halt wirklich sehr süß. Klar, Zucker. Aber das Rosenaroma ist im Mund sofort da. Mit diesen Rosengrüßen verabschieden wir uns. Besuchen Sie uns doch mal im Internet und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. So können Sie sich immer in die Beiträge reinklicken, die Sie interessieren. Wir bleiben für Sie objektiv. Tschüss.